Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, manchmal entdecke ich in mir meine grüne Ader. Ja, wundern Sie sich nicht. Wenn es um die Frage von Olympiaden in der Schweiz geht. Schauen wir uns das Ganze an. Sport ist etwas Fantastisches. Sport ist etwas Völkerverbindendes. Auch Olympiaden sind etwas Großartiges. Aber, und nun schauen wir weiter, wir sind ein kleines Land. Unsere Landressourcen sind beschränkt. Wir müssen darauf achten, dass nicht alles verbaut wird. Wir müssen darauf achten, dass unsere Alpen erhalten bleiben. Schauen wir uns an, was nur schon jetzt passiert in den Skigebieten, wo wir die Autobahnabfahrten im Winter haben, die so viele zu Recht genießen und genießen sollen. Im Sommer ist das ein ödes Brachland. Die Pflanzen sind kaputt, die Tiere flüchten aus diesen Gebieten. Es ist ein Desaster. Wie gesagt, Pisten soll es geben, genügend Pisten, aber es soll auch noch anderes Land geben. Und im Sommer sollen nicht die ganzen Städte mit Schachtelbauten für Olympioniken verstellt sein. Wir sollen nicht Dutzende von Stadien aufstellen müssen. Wir sollen uns auf das beschränken, was sinnvoll ist. Wir stellen eh genug Asylzentren auf. Gut, man kann ja sagen, stellt's für die Olympioniken auf und nachher benutzen wir es für die Migranten. Ist nicht meine Auffassung. Wir sollten unserem Land Sorge tragen. Drum habe ich auch den Walliser Entscheid, auch wenn es mir als jemand, der dem Sport sehr freundlich gegenübersteht, irgendwie wehtut, sehr gut verstanden. Wir wollen nicht unsere Landschaft den Großveranstaltungen opfern. Ich bin der Meinung, wir sollten uns beschränken. Sicher, es gibt kleine Länder, die das auch machen. Katar stellt ein tiefgekühltes Stadion neben das andere, unter deren Tiefkühlhauben dann die Fußballweltmeisterschaft stattfinden kann. Ich weiß aber nicht, ob das ein Vorbild für die Schweiz sein soll. Die Schweiz soll sich beschränken. Wir wollen das Völkerverbindende des Sports erleben. Nicht gerade dann, wenn sich die Fanclubs nach dem Match verkloppen, aber das soll bei uns auch möglich sein. Wir wollen genug Veranstaltungsorte, wir wollen auch größere Veranstaltungen durchführen können. Die Schweiz hat schon eine Europameisterschaft Fußball durchgeführt. Das hat funktioniert. Und wir mussten nicht einmal viel bauen und Ähnliches, sondern das ging mit den Infrastrukturen und ein paar Zusatzbauten. Wir sind nicht ein Entwicklungsland, das auf die Olympiade angewiesen ist, damit wir eine neue Infrastruktur hochziehen können, zum Beispiel eine neue Schnellbahn, eine neue U-Bahn, eine neue Siedlung, eine neue Hauptstadt neben Bern. All das brauchen wir zurzeit nicht. Olympiaden sind gut, sind interessant. Ich schaue auch gern im Fernsehen große Sportereignisse, aber ich sage mir immer wieder, wir haben sehr wenig Land. Wir müssen dieses Land schützen. Und da, wie gesagt, kommt meine grüne Ader zum Vorschein. Auch dann, wenn unser Herz vielleicht blutet und wir sagen müssen, wir haben ja auch gern den Sport. Wir müssen uns für unser Land, für unsere Alpen, für unsere Seen, für unsere Flüsse, für unsere Täler entscheiden. Ganz große Veranstaltungen sind die Sache der USA, Brasilien, Russland, aber nicht unsere Sache. Begnügen wir uns damit. Wir sind ja etwas Spezielles. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören.